Als allererstes erstmal nochmal zu klären, was ist überhaupt Deduplizierung? Worum geht es dabei? Dann, was ist Bacula überhaupt? Das weiß ich nicht, ob das jedem bekannt ist, was Bacula überhaupt ist. Anschließend, was sind Bacula-Based Jobs? Und am Ende nochmal eine kurze Demo mit, ich habe zwei virtuelle Maschinen vorbereitet, wo wir einmal auch wirklich das, was ich vorher erkläre, nochmal in der Praxis uns anschauen können. Beginnen wir mit Deduplizierung. Deduplizierung ist ein Thema, was überall ziemlich gehypt wird, sage ich jetzt mal. Man kann die Deduplizierung in verschiedene Stellen klassifizieren, wie sie funktioniert, was gesichert wird, also was dedupliziert wird, wo es dedupliziert wird und welche Daten überhaupt dedupliziert werden. Also es gibt die Deduplizierung einmal auf Block-Level, das heißt, wenn die Daten bereits gespeichert wurden, werden die Blöcke miteinander verglichen und identische Blöcke dann aufeinander verlinkt. Dann kann man die Klassifizierung auch noch daran festmachen, wo die Deduplizierung passiert, ob das praktisch direkt im Zugriff passiert oder erst im Nachhinein, nachdem die Blöcke bereits geschrieben wurden. Dann ist ein weiteres Kriterium der Klassifizierung, der Deduplizierung, wo das Ganze passiert, ob es auf dem Client direkt passiert oder nachher auf dem Storage-System. Und die Frage ist auch, welche Daten werden überhaupt dedupliziert? Sind es identische Daten und Blöcke von einer Maschine oder kann ich das praktisch über mein gesamtes Netzwerk deduplizieren? Also, ja, bitte? Achso. Okay, ja, guter Hinweis. Okay, also häufig haben die Computer identische Daten gespeichert. Also meistens sind die Computer mit gleichem Betriebssystem ausgestattet und da sind dann genau die gleichen Daten auf vielen Festplatten gleichzeitig vorhanden. Und die Idee hinter der Deduplizierung ist, eben genau diese Redundanz rauszunehmen und die identischen Daten wirklich nur einmal zu speichern. Und gerade beim Backup ist es natürlich besonders interessant, wenn ich häufig Backups von den Maschinen mache und ich muss jedes Mal das Betriebssystem wieder speichern, obwohl ich das identische Image eigentlich schon einmal gespeichert habe, dann kann ich damit natürlich sehr viel Raum sparen. Das wird aber auch gleich nochmal genauer gezeigt. Bacula-Based Jobs sind eine Form der Deduplizierung und die Deduplizierung bei den Bacula-Based Jobs findet auf File-Ebene statt. Das heißt, Dateien werden miteinander verglichen und wenn diese bereits einmal gesichert wurden, werden sie nicht nochmal gesichert. Die Deduplizierung bei Bacula-Based Jobs erfolgt also inline, das heißt während der Sicherung. Das heißt, bereits auf dem Client wird festgestellt, diese Datei wurde bereits gesichert und sie wird deswegen nicht nochmal gesichert. Des Weiteren werden die Dateien im gesamten Netz, also alle Computer, die gesichert werden, können sozusagen auf eine gemeinsame Referenzsicherung zugreifen. Das heißt, netzweit kann ich die Daten deduplizieren. Zunächst erstmal einen kurzen Einblick in das Produkt Bacula, also in das Open Source Projekt, was das überhaupt ist. Also Bacula ist eine Open Source Backup Lösung, die es seit dem Jahr 2000 gibt. Sie ist netzwerkbasiert, das heißt, alle Daemons des Bacula-Systems kommunizieren über das Netzwerk. Das war eigentlich auch bei eigentlich jeder Backup-Software üblich. Alle gängigen Betriebssysteme werden unterstützt, also sowohl alle möglichen Linux- und Unix-Derivate, OpenBSD, als auch Windows wird unterstützt. Und die Qualität und die Dokumentation sind sehr gut. Gerade im Vergleich zu vielen anderen Open-Source-Projekten, wo dann die Dokumentation eben häufig als lässig empfunden wird und nicht so viel dokumentiert wird, ist bei Bacula die Dokumentation schon sehr umfangreich. Um zu verstehen, wie Bacula funktioniert, erstmal die Überlegung, was muss ein Backup-System überhaupt leisten. Das Wichtigste ist natürlich, dass ich Daten auf dem System, das gesichert werden muss, lesen kann und um sie wegzunehmen. Und nachher, wenn ich eine Rücksicherung ausführen möchte, weil ich Dateien zum Beispiel verloren habe, dann muss ich natürlich Daten auf dem Computer, der gesichert wurde, auch wieder zurückschreiben können. Eine weitere Aufgabe ist es, die gesicherten Daten auf ein Sicherungsmedium zu schreiben, entweder auf Festplatten oder auf Bandlaufwerke beispielsweise. Des Weiteren möchte man Sicherungen natürlich nicht von Hand anstoßen, sondern die Sicherungen müssen vollautomatisch ablaufen und das in einem geplanten Vorgehen.
Weil wenn man das von Hand macht, dann hat man es meistens vergessen, wenn man es dann benötigt. Weil ansonsten, also es kennt wahrscheinlich jeder, wenn man von Hand Sicherungen auch auf eine USB-Platte machen könnte, hat man es häufig dann leider doch in dem Moment nicht gemacht, wenn man die Daten eigentlich wieder haben möchte. Und das ganze System muss natürlich auch noch irgendwie bedient werden können, insbesondere wenn ich halt eine Rücksicherung habe, weil das eben nicht automatisch passiert und da muss ich irgendwie auswählen können, welche Dateien möchte ich haben, aus welcher Sicherung möchte ich die wieder zurücksichern und wo sollen sie hingeschrieben werden. Für diese Aufgaben eines Backup-Systems gibt es im Acula-System jeweils ein eigenes Programm, das diese Aufgaben wahrnimmt. Der File-Daemon, so nennt sich dieses Programm, in anderen Backup-Softwaren auch Client genannt, ist das Programm, das auf den Computer installiert wird, auf dem die Sicherung durchgeführt werden soll. Der File-Daemon liest, schreibt und verifiziert Dateien. Zusätzlich kann er auch ACLs, Attribute und weitere Metadaten zu den Dateien sichern. Unter Windows unterstützt der File-Daemon von Acula auch VSS-Snapshots. Das heißt, wenn ein Programm auf dem Windows-Rechner an diesem VSS-Mechanismus angehängt ist, dann wird auch dieses Programm seine Daten konsistent auf die Festplatte schreiben, bevor die Daten gesichert werden. Weitere Aufgabe, Berechnung von Prüfsummen beispielsweise, wodurch auch festgestellt werden kann, ob eine Datei, also es wird praktisch bei der Sicherung eine Prüfsumme über die Datei berechnet und bei der Rücksicherung wird diese Prüfsumme auch mit der verglichen, die gesichert wurde. Das heißt, falls ich bei der Rücksicherung ein Problem habe und die Datei nicht wirklich korrekt wiederhergestellt wurde, dann wird das auch gemeldet. Die nächste Aufgabe, Lesen und Schreiben auf Sicherungsmedien, dafür ist im Acula-System der sogenannte Storage-Daemon verantwortlich. Dieser greift auf die Datensicherungsmedien zu und kann entweder auf Festplatten in Dateien reinschreiben oder auch auf einzelne Bandlaufwerke und auch Bandwechsler ansteuern. Also das ist sehr flexibel, worauf man schreibt mit Acula. Das verwendete Format auf dem Medium ist aber immer das gleiche. Also sowohl auf Festplatte als auch auf Bändern sind die Blöcke identisch, die geschrieben wurden. Was den entscheidenden Vorteil hat, dass es gibt halt auch Notfallwiederherstellungsprogramme, mit denen ich ohne das Acula-System sofort auf das Medium zugreifen kann. Und weil die Blöcke immer das identische Format haben, kann ich eben auch mit diesen Programmen auch immer darauf zugreifen. Egal auf welches Medium ich geschrieben habe, kann ich immer meine Daten auch wieder im Notfall wiederherstellen. Eine weitere interessante Möglichkeit des Storage Daemons ist es, Migrationen und Kopien durchzuführen. Das heißt, ich kann Daten, Sicherungen, die ich zuvor auf eine Festplatte zum Beispiel ausgeführt habe, ohne nochmal den Client zu kontaktieren, dann eben auch nochmal auf ein Bandlaufwerk zum Beispiel migrieren oder kopieren. Und das kann der Storage Daemon selbstständig machen, ohne dass der Client davon irgendwie nochmal etwas mitbekommt. Dann die zentrale Stelle, sozusagen das Gehirn des Acula-Systems, ist der Acula Director. Das ist das Programm, das die Übersicht behält, was wann wie gesichert werden soll, die Sicherungen dann mit dem Zeitplaner auch entsprechend ausführt, um die Daten praktisch um sich zu merken, welche Dateien denn überhaupt schon gesichert wurden, wo die herkommen, welche Größe sie hatten. Wir haben gerade schon gesagt, dass verschiedene Prüfsummen berechnet werden. All dies wird in der Katalogdatenbank abgelegt. Also das ist praktisch eine eigene Datenbank, auf die der Director zugreift und in der die ganzen Informationen zu den Datensicherungen abgespeichert werden. Ja, hier kommt nochmal der Katalog als einzelne Folie. Möglich sind als Backup-System MySQL, PostgreSQL und SQLite, obwohl SQLite eigentlich für produktive Umgebungen nicht empfohlen wird. Also eigentlich ist PostgreSQL schon das empfohlene System, aber es hat immer auch die Frage, was man selber für Know-how hat. Also wenn man sich jetzt sehr gut mit MySQL auskennt und sonst im Wesentlichen MySQL einsetzt, dann ist es halt wahrscheinlich auch das Mittel der Wahl, dann das auch bei Acula einzusetzen. Als vierte Komponente letztlich gibt es die Acula-Konsole. Das ist ein Command-Line-Interface zum Acula-System selbst. Darüber kann ich das gesamte System steuern, also Sicherungen von Hand starten, Rücksicherungen starten, Dateien auswählen, die ich zurücksichern möchte und so weiter. Und als Gesamtbild sieht das Ganze dann so aus.
Letztlich oben in der Mitte sehen wir den Director, der die zentrale Verwaltung des ganzen Systems übernimmt. Diesen Director kann ich steuern über die eben genannte Backchiller-Konsole, aber es gibt auch Web-Interfaces und auch eine grafische Konsole dazu, aber die sprechen jeweils mit dem Director, weil das die zentrale Stelle des Systems ist, das die gesamte Verwaltung übernimmt. Wie gerade schon erwähnt, dem Director steht der Katalog zur Seite, eine SQL-Datenbank, in der alle Informationen gespeichert werden zu gesicherten Daten. Dann unten in der Mitte der Storage Daemon. Das ist das, die Komponente, die auf Medien schreibt und von Medien zurückliest. Und links unten zu sehen sind die verschiedenen File-Daemons, letztlich für die Computer, die gesichert werden sollen. Und der Datenfluss ist bei einer Sicherung so, dass die Daten selbst von dem File-Daemon zu dem Storage-Daemon übertragen werden. Die Metadaten werden von dem File-Daemon zu dem Director übertragen. Und damit ist letztlich dem Director auch bekannt, was wirklich auf dem Medium geschrieben wurde und auf welchem Medium jeweils welche Sicherung vorhanden ist. Ja, bitte? Das ist sehr flexibel, weil die sind nicht wirklich fest miteinander verheiratet, dass jeder nur einen einzigen kennt, sondern grundsätzlich kann ein Director beliebig viele Storage-Daemons und File-Daemons ansprechen. Ein File-Daemon kann von beliebig vielen Directors angesprochen werden, wenn ich das möchte, und ein Storage-Daemon ebenso. Das heißt, ich kann das genau nach meinen Wünschen oder meiner Umgebung anpassen. Das heißt, ich kann beliebig viele Storage-Daemons letztendlich ansprechen, weil in dem Moment, wenn die Sicherung startet, der Director lediglich dem Storage-Daemon sagt, jetzt gleich kommt jemand, der bei dir eine Sicherung abgeben wird, und dann sagt er dem File-Daemon, melde dich mal bitte mit folgendem Key an dem und dem Storage-Daemon an und gib dem deine Daten. Das heißt, die sind nicht vorher miteinander verbunden, sondern während der Sicherung werden die beiden miteinander zusammengebracht. Und deswegen ist das auch sehr flexibel. Ich kann da mehr oder weniger beliebige Konstrukte zusammenbauen. Ist das soweit beantwortet? Gut, das sollte es erstmal zur Übersicht zum Backchiller-System. Ja, bitte? Also wir haben keine Probleme damit gehabt. Was hatten Sie denn für Probleme? Aha. Nee, ist mir nicht bekannt. Ja. Aber was hatten Sie denn da genommen? Es gibt ja da keine offiziellen Pakete. Haben Sie die selber kompiliert oder haben Sie... Das weiß ich jetzt nicht, weil ich es selbst gemacht habe. Okay. Okay, müsste man nochmal schauen. Also je nachdem, aus welcher Quelle das Paket kommt oder ob sie es selber gebaut haben, kann natürlich da irgendwas, kann ich jetzt natürlich schlecht beurteilen. Also normalerweise funktioniert das gut, sagen wir mal so rum. Also muss da vielleicht bei Ihrem Paket irgendwas nicht ganz richtig sein. Soweit zur Übersicht zu Backchiller. Ich habe dazu vielleicht noch Fragen. Nächstes Thema, Backup-Level. Ich möchte jetzt nochmal kurz die Übersicht bringen, wie normalerweise die Backup-Level, darunter verstehe ich Voll-Backup, differenzielle und inkrementelle Sicherung. Einfach nochmal kurz, um Ihnen nahezubringen, wie das Ganze funktioniert. Ich weiß nicht, ob das jedem präsent ist. Also Voll-Backup, das einfachste Fall, alle angegebenen Dateien, die auf dem Client sich befinden, werden komplett gesichert. Also der einfachste Fall, einfach alles sichern. Das wird üblicherweise in relativ großen Abständen geplant. Also dass einmal im Monat zum Beispiel eine Vollsicherung gemacht wird. Nächster Schritt ist die differenzielle Sicherung. Bei der differenziellen Sicherung werden alle Daten gesichert, die sich seit der letzten Vollsicherung geändert haben. Und das wird üblicherweise in mittelgroßen Abständen geplant, also beispielsweise einmal die Woche. Die Idee dahinter ist immer natürlich nicht jedes Mal eine Vollsicherung zu machen, wenn sich üblicherweise nur ein kleiner Prozentsatz der Dateien geändert hat und trotzdem immer noch Zugriff auf alle Dateien zu haben. Und die noch kleinere Sicherungsart ist die inkrementelle Sicherung. Da wird dann wirklich ausschließlich das gesichert, was seit irgendeiner Sicherung sich geändert hat. Das heißt, um eine differenzielle Sicherung zurückzusichern, brauche ich immer diese Sicherung und die Vollsicherung, auf der sie basiert, um alle Daten wiederherzustellen. Und bei einer inkrementellen Sicherung benötige ich die inkrementelle Sicherung, alle davorigen inkrementellen Sicherungen, die zwischen dieser und der differenziellen liegen,
dann die differenzielle und dann die volle. Das heißt, der Nachteil bei der inkrementellen Sicherung ist, dass ich, um alles wiederherzustellen, unter Umständen viele verschiedene Medien benötige. Und je mehr Medien ich habe, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich unter Umständen ein Medium habe, das nicht funktioniert oder letztlich irgendetwas nicht richtig ist. Aus dem Grund wird eben nicht immer die inkrementelle Sicherung gefahren, sondern es wird eben üblicherweise ein Mischbetrieb passieren. Ja, bitte? Was ist denn der Unterschied zwischen einer differenziellen und einer inkrementellen Sicherung auf dem zeitlichen? Die differenzielle basiert immer auf der vorigen Vollsicherung. Also wenn wir jetzt das Beispiel nehmen, das ich hier genannt habe, ich habe einmal im Monat eine Vollsicherung und mache jede Woche eine differenzielle, dann ist in der ersten Woche die differenzielle zur Vollsicherung. Und in der zweiten Woche ist die differenzielle, enthält auch die Änderung der ersten Woche und die Vollsicherung. Das heißt, ich brauche, um die zweite differenzielle zurückzusichern, die erste nicht. Wohingegen bei einer inkrementellen, wenn ich das jetzt per inkrementell jetzt in dem Beispiel so sehen würde, ich habe am Montag eine Vollsicherung gemacht, dann habe ich am ersten Montag eine differenzielle gemacht und danach Dienstag, Mittwoch, Donnerstag eine inkrementelle. Dann ist die inkrementelle vom Donnerstag auf Mittwoch basierend, die von Mittwoch auf Dienstag, die von Dienstag auf Montag und die von Montag ist die differenzielle, die auf der Vollsicherung besteht. Das heißt, wenn ich den kompletten Wiederherstellung machen will, brauche ich die vier Tagesbänder oder Medien, die differenzielle und die volle. Das heißt, ich habe halt da in dem Moment viel mehr Medien, die ich benötige, als ich bei der differenziellen benötige. Oh, schön. Okay, soweit klar, oder? Gut, wie wird denn überhaupt festgestellt, was sich geändert hat? Üblicherweise, also diese inkrementelle, differenzielle und Vollsicherung ist eigentlich das, was jede beliebige Software auf der Welt macht, die Backup macht, also jede kommerzielle und jede Open-Source-Version auch. Um herauszufinden, was denn überhaupt sich geändert hat oder was nicht, werden die Zeitstempel des Dateisystems verwendet. Immer wenn eine Datei geändert wird, dann wird eben dieser Zeitstempel abgedatet. Und der Trick bei der Geschichte ist, ich schaue halt nach, ich habe ja immer einen Referenzzeitpunkt, bei einer differenziellen oder bei einer inkrementellen, schaue ich einfach nach, welche Dateien haben einen Zeitstempel, der neuer ist, als derjenige, zu dem ich die alte Sicherung gemacht habe. So funktioniert der ganze Trick dabei. Genau, das ist letztlich das, was ich hier aufgeschrieben habe. Soweit verständlich, ja? Genau, also nochmal zu den inkrementellen und differenziellen Sicherungen. Es gibt einen Referenzzeitpunkt und alles wird gesichert, was zwischen diesem Referenzzeitpunkt und dem aktuellen Datum sich geändert hat. Das ist die ganze Logik dahinter. Ist relativ einfach, jedes Dateisystem hat diese Zeitstempel, aber das Ganze ist leider auch nicht ganz fehlerfrei. Es ist halt sehr einfach, funktioniert sehr gut und fast jede Software basiert darauf. Aber es gibt Probleme. Beispielsweise, wenn eine Datei mit einem alten Zeitstempel erzeugt wird, aus welchem Grund auch immer, dann wird diese Datei nicht gesichert werden beim inkrementellen oder differenziellen, weil er ja meint, die ist so alt, dass sie vor der letzten Vollsicherung liegt. Also muss sie da drin sein, ich sichere sie nicht. Kann ein Problem sein. Anderes ist, ein Dateibaum wird verschoben. Wenn ein Dateibaum im gleichen Dateisystem verschoben wird, dann wird lediglich der Verzeichniseintrag geändert, aber die Datei wird nicht angefasst. Das heißt, der Zeitstempel ändert sich auch nicht. Wenn ich vorher den Dateibaum in einem Verzeichnis hatte, das nicht gesichert wird, weil ich das ausgeschlossen habe, und ich verschiebe diesen Dateibaum in einen Unterordner, der gesichert wird, dann wird er trotzdem nicht mitgesichert bei der differenziellen oder inkrementellen Sicherung, obwohl ich das eigentlich haben möchte. Ist also auch ein Problem, das auftreten kann. Dann gibt es auch verschiedene Programme, die Zeitstempel manipulieren. Es gibt da irgendwie Virenscanner, die dann irgendwie da die Access Time wird normalerweise nicht genommen, oder die Change Time irgendwie anpassen oder sowas. Und dann würde ich halt die Dateien, die gescannt worden sind, jedes Mal sichern, obwohl sie sich eigentlich gar nicht geändert haben. Nur weil der Virenscanner darauf zugegriffen hat. Sowas gab es zum Beispiel auch mal. Nochmal die Folgen. Entweder die Dateien werden nicht gesichert, die ich eigentlich in einem Unterordner habe, der gesichert werden müsste. Oder unter Umständen werden Dateien gesichert, die ich eigentlich gar nicht gesichert haben möchte, weil sie eigentlich schon gesichert wurden, nur weil der Virenscanner drauf gegriffen hat. Weiteres Beispiel, was möglich ist, wenn ich eine Datei zwischenzeitlich gelöscht habe und ich mache eine volle Wiederherstellung zu dem Zeitpunkt, zu dem sie eigentlich schon wieder weg war, dann wird die trotzdem wiederhergestellt, weil durch das Zeitstempelverfahren wird ja nur geguckt, was ist neuer, aber es wird nicht geguckt, was ist inzwischen weg. Das heißt, wenn ich halt, keine Ahnung, irgendeine geheime Datei hätte, die ich gelöscht habe, dann ist die Platte kaputt gegangen, ich mache die Wiederherstellung zu dem Zeitpunkt, wo sie eigentlich schon gelöscht worden wäre, ist sie dann nachher wieder da. Kann unter Umständen ein Problem darstellen,
gerade bei einer automatischen Auftragsverarbeitung oder sowas, wenn dann irgendwie alle Aufträge, die schon verarbeitet wurden, wieder da sind, dann ist das auch schlecht. Das sind alles nur Probleme, die bei inkrementeller und exponenteller Sicherung auftreten. Richtig. Wenn ich immer Vollbackup habe, genau, dann ist das, genau, richtig. Aber das ist bei inkrementeller und differenzieller und bei der Anwendung des Zeitstempelverfahrens letztlich. Genau. Dagegen gibt es aber was, bei Backchiller zumindest, das nennt sich Accurate Backup. Und das funktioniert so, dass ich praktisch vor der Datensicherung selbst an den Client die Informationen aus dem Katalog übertrage zu allen Dateien, von denen ich weiß, dass sie da sind. Und dann kann ich die Differenz machen. Also praktisch bekommt praktisch die Dateiliste, die theoretisch schon gesichert wurde, und die Dateiliste von denen, die bereits da sind. Und dadurch, dass ich die abgleiche, kann ich alle diese Probleme vermeiden, weil ich bekomme halt mit, wenn eine inzwischen gelöscht wurde, ist verschwunden, das bekomme ich mit. Und ich bekomme auch mit, also ich kann alles Mögliche vergleichen, was Backchiller bei der Sicherung selber aufnimmt. Das heißt, iNodes, Zugriffsrechte, Anzahl von Hardlinks zum Beispiel und so weiter. Also alle möglichen Informationen, die unter Umständen mit dem Zeitstempelverfahren überhaupt gar nicht mitbekommen würden, dass sich das geändert hat. All das bekomme ich mit und kann dann entsprechend auch wirklich das genauso wiederherstellen, wie es war. Also alle Probleme, die ich mit dem Zeitstempel hatte, kann ich damit umgehen. Nachteil dabei ist natürlich, es ist ressourcenintensiv, weil ich ja die gesamte Dateiliste an den Client übergeben muss und der muss sie dann vergleichen. Beziehungsweise ich muss vorher die Informationen ja auch aus dem Katalog auslesen. Ist halt im Vergleich dazu, nur die Zeitstempel sich anzuschauen, relativ aufwendig, aber andererseits kann ich dadurch eben sicherstellen, dass ich bei einer Wiederherstellung auch wirklich genau den Zeitpunkt wiederherstelle, den Zustand, der zu dem Zeitpunkt der Sicherung vorhanden war. Warum erkläre ich das? Accurate Backup ist eine Voraussetzung für Base Jobs bei Backchiller. Genau, also hier nochmal die Erklärung, wie das Backup-Volumen verringert wird bei inkrementellen, differenziellen, zeitstempelbasierten Backup. Da werden alle Dateien weggelassen, die bei der Referenzsicherung bereits gesichert wurden. Das ist ja die Idee dahinter. Das heißt, ich habe einen Zeitpunkt, wenn das bereits vorher gesichert wurde, dann muss ich die jetzt nicht mehr sichern. Und das Weiterdenken dieser Idee ist eben, sind die Backchiller-Base-Jobs. Da lasse ich nämlich nicht nur die Dateien weg, die bereits auf diesem System bei irgendeiner Sicherung, bei der letzten Sicherung gesichert wurden, weg, sondern ich lasse die, wenn die irgendwo in meinem Netzwerk schon einmal gesichert wurden, weg. Das heißt, wenn alle Computer gleich sind, dann haben die alle die gleichen Systemdateien, alle libc, weiß ich nicht was. Und wenn die natürlich auf allen Maschinen sind und ich benutze die gemeinsame Referenzsicherung, dann muss ich die auch nicht wieder sichern. Das ist die Idee hinter den Backchiller-Base-Jobs. Das Ganze nochmal veranschaulichen. Ich habe jetzt drei Server, die das gleiche Betriebssystem drauf haben, aber unterschiedliche Daten. Dann würde ich im Normalfall, wenn ich die sichere, würde ich eben eine Vollsicherung vom ersten Server, vom zweiten Server und vom dritten Server machen. Das heißt, ich habe die identischen Betriebssystemdaten, die jetzt hier mit OS gekennzeichnet sind, wirklich dreimal gesichert. Die Daten, die individuell sind, auch. Aber das ist ja auch genau das, was ich eigentlich sichern will. Aber theoretisch könnte ich natürlich die Betriebssystemdaten, wenn die identisch sind, könnte ich die bei der Rücksicherung auf Server 2 auch zurücksichern von Server 1, weil es ist ja dasselbe. Das könnte ich mir also sparen. Das ist praktisch die Idee dahinter. Das heißt, anstatt das Betriebssystem dreimal zu sichern, sichere ich es nur einmal als Basis, sogenannter Base Job, und sichere dann, wenn ich die Server selber sichere, erkenne ich, dass die Daten bereits im Base Job drin sind, muss die nicht nochmal sichern, sondern sichere wirklich nur die individuellen Daten. Das ist die Idee dahinter. So funktioniert das Ganze. Bei einer Rücksicherung logischerweise andersrum. Ich sichere die individuellen Daten des Servers zurück aus der Sicherung, die von ihm selbst gemacht wurden. Und die Daten, die ich zurücksichern möchte, die aus dem gemeinsamen Basisjob kommen, die muss ich natürlich auch von da zurückholen. Also so funktioniert das Ganze dann entsprechend auch. Die Daten sind eben nur einmal vorhanden, aber die werden auf jeden Server zurückgesichert, wenn ich sie wieder haben möchte. Soweit? Alles klar? Fragen noch vielleicht? Ja? Also das ist eine Frage. Also die es ist halt so, dass ich in Backchiller konfiguriere, was ich überhaupt sichern möchte. Und es ist also das sozusagen festzulegen, was identisch auf allen Maschinen ist, das ist halt eigentlich die Aufgabe vom Administrator, das möglichst intelligent zu machen. Weil der Base-Job umso besser ist, je weniger Unterschiede er mitnimmt und je mehr Gemeinsamkeiten er hat.
Das heißt, wenn ich halt genau weiß, keine Ahnung, auf der /user oder so, ist sowieso alles identisch, weil meine Individualsoftware unter opt liegt oder sowas, dann kann ich praktisch, dann muss ich selber nach Möglichkeit sagen, diese Unterordner gehören alle zur Basis, von denen ich davon ausgehe, dass sie identisch sind und baue darauf den Base-Job auf. Und der Vergleich passiert nachher sozusagen Dateiname mit vollem Pfad. Also sagen wir mal lib irgendwas, da guckt er halt nach, genau dieser Pfad, mit der, also die Datei in diesem Pfad, mit der Größe, mit der MD5-Summe, mit der iNode-Count und so weiter, habe ich bereits in meinem Base-Job drin. Wenn ich die jetzt sichern soll, gucke ich halt drauf, habe ich die schon, dann brauche ich die nicht zu sichern. So funktioniert das Ganze. Ja? Das heißt aber auch, wenn es Unterschiede gibt, dann wird die Datei trotzdem gesichert. Das richtig, ist, genau. Genau, das ist genau auch der Witz dabei letztlich, dass ich dass im Laufe der Zeit des Systems natürlich die Einsparung immer geringer wird, weil ich ja irgendwie Patches zum Beispiel einspiele oder sowas, dann ändert sich am System selber ja auch was. Aber das Gute dabei ist, ich kann dann einfach eine zweite Referenzbasissicherung nochmal fahren, in der dann eben alle Updates, die inzwischen eingelaufen sind, wieder als Referenz gelten und dann werden die eben beim nächsten Mal auch nicht wieder individuell gesichert. Genau, also hier nochmal der Update. Ja, bitte? Das heißt, also, dieser Base-Job, der muss dann aber so sein, sagen wir mal, dass er wirklich, dass alle Maschinen, die da brauchen, dass das alles gleich ist? Also, nee, wenn es unterschiedlich ist, ja. dann werden die Unterschiede gesichert. Ja. Aber also die Wirkung sozusagen, die Einsparung, die ich erzielen kann, ist umso besser. Je besser ich selber den Base-Job darauf anpasse, von dem ich weiß, dass, was die Systeme identisch haben. Aber der schreibt auch also irgendeine Maschinen-ID oder irgendwas, sag ich mal, in die Richtung rein, sag ich mal, damit er gegebenenfalls das Unterschied auch beim Base-Job berücksichtigen kann. Oder? Nein. 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 Vielleicht wird es gleich nochmal klarer, dann können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Also, wie funktioniert das Ganze dann in der Praxis, wenn ich wirklich Base-Jobs einsetzen möchte? So, ich baue mir einen Base-Job mit den Informationen und den Verzeichnissen, von denen ich ausgehe, dass sie identisch sind. Das kann man ja entweder sich wirklich vorher nochmal genau vergleichen oder man guckt einfach in die RPM- oder DPKG-Liste oder so, was zum Betriebssystem gehört. Das ist halt üblicherweise identisch. Dann mache ich einmal eine Base-Sicherung, also praktisch die Referenz, die nachher als Basis für alle anderen Sicherungen gelten soll. Von einer Maschine, weil die sind ja auf allen gleich. Also muss ich das nur auf einer einzigen Maschine einmal sichern. Sagen wir mal das Betriebssystem-Image selber. Das heißt, ich mache eine Sicherung von einer Referenz, von einer beliebigen Maschine, die zu der Gruppe gehört, die identisch sind oder möglichst identisch sind. Das ist die Basis. Und danach fahre ich ganz normale Sicherungen, also individuelle auf jedem Einzelnen, gebe bei denen aber an, deine Basis ist die eben genannte. Ich hoffe, das ist soweit klar. Also als Referenz gebe ich die Basis an, die möglichst identisch von allen Maschinen gleiche Base-Job ist. Und dadurch, dass ich das mache, werden automatisch alle identischen Dateien, die bereits bekannt sind, weggelassen. Falls sich aber was individuell geändert hat, dann wird es mitgesichert. Ja? Also praktisch die Liste der Dateien, die im Base-Job ist, ist sozusagen die Liste der Dateien, die exkludiert wird, wenn sie gleich sind. So kann man das vielleicht besser darstellen. Also Gefahr besteht insofern nicht, denn wenn ich den, sage ich mal, den Base-Job jetzt wirklich lausig gemacht habe, ich habe überhaupt keine Ahnung, was da ist, ich habe einfach irgendwas gemacht. Ne? So, dann sind die Unterschiede extrem groß, die Einsparung ist praktisch minimal, aber die Daten sind trotzdem alle gesichert, weil ich ja alle Dateien sichere, die nicht gleich sind. Und wenn mein Base-Job so schlecht ist, dass der nur ganz wenig abdeckt von den anderen Maschinen, dann ist der Effekt des Einsparens minimal, aber die Daten sind trotzdem gesichert. Gut, ich wollte jetzt darauf hinaus, ob das, was ich deklariere, als gleich. Was ist, wenn da Ungleichheit herrscht? Ich deklariere, also die Deklaration ist insofern nur so, dass ich, also dieser Base-Job ist einfach nur eine Liste von Unterordnern, in denen ich erwarte, dass gleiche Dateien sind. Das ist, ich sage nicht, die Datei XY ist so viel, sondern ich sage, User ist Betriebssystem, lib ist Betriebssystem und weiß ich nicht was. Einfach die Unterordner gebe ich an. Und die nimmt er als Referenz, die zieht er einmal weg und vergleicht diese Unterordner und den Inhalt dieser Unterordner beim Sichern mit dem Inhalt der Maschine, auf der er gerade ist.
Wenn die gleich sind, dann sichert er sie nicht. Wenn die unterschiedlich sind, sichert er sie. Deswegen, wenn ich die Deklaration des Base Jobs schlecht gemacht habe, dann ist die Einsparung zwar schlecht, aber gesichert habe ich trotzdem alles, sogar noch mehr, als ich müsste. Ja? Wenn ich ein und dasselbe File an einem Extended 3 File-System liegen habe und zum Beispiel auf Butter ist an einem Server, ja, so auf die Preise gleich, mhm, dann dürfte es aber für das System zwei verschiedene Sachen, weil ja E-Load und andere Werte, die da dran stehen. Ich kann das konfigurieren. Ich kann konfigurieren, welche von den Möglichkeiten, die ich habe, zu vergleichen, er wirklich auch vergleichen soll. Das heißt, bei der Datensicherung, also letztlich bei der zweiten Sicherung, wo ich sage, ich referenziere den Basisjob, da kann ich einstellen in den Fileset Optionen, welche von den möglichen Vergleichen ich mich heranziehen soll. Und ich könnte auch nur die Größe vergleichen, als Beispiel. Genau, also sagen wir mal, irgendwie die Prüfsumme, die Größe und die Zugriffszeit, ja. Aber Inode-Nummer nicht zum Beispiel oder so. Ich glaube, die Inode-Nummer macht er auch nur, wenn ich es extra angebe. Aber wenn ich genau so ein Beispiel habe, dass ich unterschiedliche Dateisysteme habe, ich aber weiß, dass es eigentlich dieselben sind, dann kann ich das auch konfigurieren, dass er das so machen soll. Hatten Sie noch eine Frage, oder? Das, also wenn Sie 10 Maschinen haben, auf denen jeweils 90... Ja, also das, wie gesagt, das Beispiel mit dem Operating System ist einfach nur so, um es plastischer darzustellen. Also es geht einfach nur darum, identische Daten. Und das ist häufig mindestens mal die Betriebssysteminstallation. Deswegen habe ich das als Beispiel gebracht. Ist völlig unerheblich. Es werden beim Base-Job wirklich immer nur Dateien mit kompletten Pfadnamen und Eigenschaften und davon die Eigenschaften verglichen. Ob das Bilder sind oder was auch immer, das ist völlig unerheblich. Also als Beispiel war halt nur das Betriebssystem jetzt von mir genannt, weil ich da dann eben gemäß letztlich Paketinstallation davon sicher sein kann, dass die identisch sind. Wenn ich aber als Vergleich wirklich Slash angebe, komplett alle Dateien mit allem und ich habe 90% identische Daten, auch über alles, dann wird das genauso funktionieren, wie ich will, dass ich nämlich 90% mir einspare und nur 10% individuell von jedem Server hole. Also das ist wirklich unabhängig davon, ob es Betriebssystem ist oder nicht. Also das, wenn das nicht ganz klar geworden ist, das sollte nur so als plastischer Hinweis sein, was zum Beispiel bei allen schon mal gleich sein dürfte. Okay. Übrigens, was auch noch möglich ist, man kann auch mehrere Base-Jobs einsetzen. Also ich könnte jetzt zum Beispiel einen machen, der heißt halt Betriebssystem. Und einen, der heißt Software XY zum Beispiel, und dann könnte ich sogar beide heranziehen als Referenz. Also wenn ich jetzt sozusagen eine Klasse von Maschinen habe, die alle das gleiche Betriebssystem haben, die eine Hälfte hat aber das Softwarepaket 1 und die andere das Softwarepaket 2, könnte ich sogar auch das individuell so gestalten, dass möglichst viel eingespart wird. Dürfen die beiden Base-Jobs überschneiden? Also dürfen die teilweise dieselben Dateien sein, die dann vielleicht doch unterschiedlich sind? Ja, da wird dann meines Wissens der... Also man muss hier angeben in der Reihenfolge und der zweite ist derjenige, der dann zählt. Aber das müsste man dann nochmal genau prüfen, ob das stimmt. Aber das ist das, was ich denke. Ja, bitte? Base-Job speichert letztlich, sag ich mal, Vendor und Zeit beim Backup. Richtig, genau. Also letztlich führe ich sozusagen identische Daten in einer einzigen Sicherung zusammen. Und kann die eben von da wieder zurückholen, statt sie immer wieder zu übertragen und so weiter. Deswegen ist es halt ein relativ intelligenter Ansatz, weil ich bereits also die Sachen gar nicht erst rüber kopiere. Wohingegen andere Deduplizierungstechniken, die deduplizieren dann nachher auf dem Speichersystem, da habe ich sie aber alle schon rüber kopiert. Und das wird hier sozusagen bereits an der Quelle dann gemacht. Ja, bitte? Bitte nochmal? Doch, Zeit sparen Sie schon, weil es werden ja die Metadaten verglichen. Ja, aber die Checkroom, ich muss ja trotzdem nochmal alles eingeben, die Checkroom. Ja, also auf dem Client schon, das ist schon richtig. Aber es ist halt immer noch schneller, wenn Sie praktisch die Dateien erstmal einfach nur so lesen und vergleichen, als wenn Sie die wirklich immer alle übertragen müssen noch übers Netz. Aber Sie will mal an die KMFTP-Server
Klar, also das ist natürlich, also es ist natürlich kein Allheilmittel für alles. Also das, man muss halt wirklich auch ausprobieren, ob es einem was bringt oder nicht. Das ist einfach eine Option, die möglicherweise was bringen kann, aber sicherlich nicht in jedem Fall was bringen muss. Wie gesagt, also letztlich ressourcenintensiv ist es definitiv, keine Frage, weil ich natürlich die ganzen Listen vergleichen muss. Ja, bitte? Habe ich die Möglichkeit zu sagen, wenn sich meine Base zum Beispiel um 25% ändert, als Abweichung, mach bitte einen neuen Base-Job automatisch? Automatisch nicht. Das könnte ich mir aber relativ einfach skripten. Jetzt wäre auch die Praxis mal angesagt. Ich habe zwei virtuelle Maschinen aufgesetzt. Hoffentlich kann man das auch gleich sehen hier auf der Auflösung. Genau, also eine Maschine, das ist der Foscon Server. Auf dem läuft ein Director-Daemon, ein Storage-Daemon und ein File-Daemon. Also da wird auf lokaler Platte gesichert. Und eine zweite Maschine, das ist ein Client, auf dem läuft nur der File-Daemon. Die beiden Maschinen sind identisch aufgesetzt, deswegen dürften die Dateien auch genau gleich sein. Vorkonfiguriert sind auch bereits Jobs dafür. Das eine ist der sogenannte Foscon-Base-Job. Das ist praktisch der erste Job, der einmal gesichert wird und auf den sich dann alle weiteren Sicherungen beziehen werden. Und dann gibt es eben für den Client und für den Server jeweils eine Sicherung, die sich auf diesen Referenzjob beziehen. Und da können wir uns dann gleich mal anschauen, wie die Ausgaben sind, was Bacula einem denn da mitteilt, was er jetzt eingespart hat durch die Basis-Job-Einbeziehung. So, kann man das lesen? Ich hoffe ja. Okay, also das ist die virtuelle Maschine, wo ich jetzt gerade die Bacula-Konsole gestartet habe. Die meldet sich mit so einem Asterisk als Command-Prompt. Und jetzt möchte ich mal von Hand den Basis-Job starten. Das heißt, ich werde jetzt Run-Job sagen und jetzt kann ich auch mit Tab-Completion mir anschauen, welche Jobs sind denn überhaupt definiert. Und es gibt eben einen, der sich Foscon-Base-Job nennt. Das ist der Basis-Job, auf den sich alle anderen Sicherungen auch von verschiedenen Maschinen beziehen werden. Jetzt wird die Sicherung ausgeführt und wir können uns jetzt gleich mal anschauen, was denn die Ausgabe des Ganzen ist. So, also jeder Job bei Bacula, der ausgeführt wird, bekommt eine eindeutige Job-ID. Das ist praktisch eine fortlaufende Nummer, unter dieser Job dann eindeutig zugeordnet werden kann. Da das jetzt die allererste Sicherung von dieser Maschine ist, hat die Job-ID 1 bekommen. Hat jetzt, weil es nur ein paar Dateien sind, hier 2 Sekunden Zeit gebraucht, 12 Megabyte pro Sekunde Geschwindigkeit gehabt und hat das Ganze jetzt hier, das sind jetzt 24 MB, das ist einfach ein ganz kleiner Teilbereich des Systems unter /sbin, das Ganze gesichert und ist erfolgreich gewesen. Das heißt, wir haben jetzt eine Datensicherung durchgeführt von dem Unterordner /sbin, ganz normal. Alles, was da drin ist, haben wir gesichert und das ist jetzt die Referenz für unsere weiteren Sicherungen. Da ist jetzt soweit noch nichts Besonderes passiert. Und jetzt werden wir mal... Das hier ist jetzt auf dem Server gesichert worden und jetzt machen wir eine Sicherung des Clients mit Referenz, also mit der Basis dieses Jobs, den wir jetzt soeben ausgeführt haben. Schauen wir uns wieder an, was er uns jetzt hier erzählt. So, interessant ist jetzt an der Stelle, dass er uns hier auch anzeigt, using base job IDs 1. Das heißt, der erste Job, den wir eben ausgeführt haben, hatte die Job ID 1, das ist wirklich ein individueller Job, und den nehmen wir jetzt als Referenz. Das heißt, die Informationen von dem werden im Vergleich herangezogen. Hier ist auch in der Logdatei zu sehen, sending accurate information. Das heißt, die Datenbankinformationen zu den Unterordnern, also zu den Dateien, die verglichen werden, werden an den Client übermittelt. Dann geht's los und dann sagt er uns hier auch, okay, 23 Megabyte haben wir jetzt schon eingespart, dadurch, dass wir den Base-Job eingesetzt haben, weil die Dateien ja eigentlich identisch sind, dürfte er dadurch jetzt gar nichts gesichert haben. Obwohl er auf der Maschine selber noch nie was gesichert hat, hat er jetzt gemerkt, dass die Daten bereits alle schon einmal gesichert wurden, nämlich in der Basis. Und kann man halt sehen, dass er theoretisch zwar denkt, er hätte 245 Dateien gesichert, aber eigentlich hat er die nur in der Datenbank vermerkt,
Die zeigen jetzt nämlich auf den anderen Job. So kann man es halt sehen. Das heißt, bei einer Rücksicherung glaubt er selber, er hätte sie gesichert, obwohl er sie gar nicht gesichert hat. Damit wird die Rücksicherung so möglich, dass ich sozusagen bei der Rücksicherung gar nichts davon merke, dass es eigentlich aus der Base kommt oder nicht. Wenn ich eine Rücksicherung mache und ich markiere einen gewissen Unterordner, dann holt er selbstständig die Daten, die individuell sind von der Maschine, aus dem individuellen Teil, und die Sachen, die aus der Basis kommen, würde er auch automatisch aus der Basis holen. Wenig verwunderlich konnte er alles benutzen aus der Basis, weil die ja wirklich identisch sind, konnte er 100% einsparen. Das wird natürlich in der Praxis später nicht so sein, aber das ist ja nur eine kleine Demo hier. Und damit ist das Backup jetzt durchgelaufen. Die Maschine selber glaubt, sie hätte 24 MB gesichert, obwohl sie in Wirklichkeit eigentlich alles weggelassen hat, sondern sie zeigt halt nur auf die Basis. Genau dasselbe kann ich jetzt nochmal mit dem Serverjob machen. Und auch hier ist letztlich genau dasselbe passiert. Er schickt praktisch an die Maschine auch wieder die Informationen von den Daten, die im Base-Job bereits vorhanden sind. Und diese werden dann eben auch automatisch hier ausgeklammert. Theoretisch könnte ich jetzt auf einer von beiden Maschinen noch irgendwie, ich weiß nicht, wie die Zeit ist, glaube ich, jetzt ein bisschen eng gerade. Wenn ich jetzt eine Datei ändern würde auf einer Maschine, dann würde ich eben entsprechend eine Datei weniger da auftauchen. Und die würde dann wirklich individuell gesichert als Sicherung und der Rest dann eben nur auf den anderen zeigen. Ja, soweit wäre ich eigentlich im Wesentlichen durch. Moment mal gerade. Na komm schon. Nochmal die Zusammenfassung vielleicht. Dem Einsatz von Base-Jobs kann das Backup-Volumen von identischen Systemen erheblich verringert werden, dadurch, dass die eben gemeinsam an einer Stelle zusammengefasst werden. Regular Base-Jobs arbeiten auf Dateiebene. Accurate Backup ist notwendig, damit eben alle Metainformationen auch an den Client übermittelt werden, damit er die vergleichen kann. Was ein bisschen unschön ist, habe ich jetzt hier nicht aufgeschrieben, es wird eben die Datei und der komplette Pfad verglichen. Das heißt, wenn ich die identische Datei auf dem System liegen habe, die aber in einem anderen Pfad liegt, dann wird die nicht dedupliziert. Was ein bisschen schade ist, aber das ist halt so implementiert im Moment. Das ist wahrscheinlich aber nicht so groß das Problem, das auch anders zu implementieren. Dass er eben die Datei vergleicht, egal in welchem Ordner sie liegt. Gemeinsame Dateien werden nur einmal gespeichert und die Deduplizierung erfolgt bereits auf dem Client. Das hatten wir auch schon einmal gesagt. Ja, soweit wäre es das eigentlich. Dann noch vielleicht in eigener Sache. Firma Das IT hatte ich ja gerade schon vorgestellt. Wir sitzen in Köln. Da ja hier auch Studierende, denke ich mal, vielleicht mit auch sitzen. Wir sind auch immer interessiert an Diplomanten. Ich weiß nicht, heißt das jetzt Master? Masteranden? Ich weiß nicht. Im Bereich Open Source, Linux, C und Python Programmierung sind wir aktiv. Dann mein Buch zu Bacula ist vor kurzem rausgekommen. Kann man sich auch unten bei Open Source Press anschauen. Die VMs, die ich eben eingesetzt habe, die basieren auch auf einer virtuellen Maschine, die im Buch vorhanden ist. Das heißt, mit Hilfe einer virtuellen Maschine sofort das System austesten, ohne dass man es großartig installieren muss. Und da diese CD, die zum Buch gehört, die gibt es auch unten bei Open Source Press auch. Wenn die jemanden interessiert, können Sie sich der abholen. Die ist auch da vorhanden. Und am 25. September dieses Jahres haben wir auch wieder die Bacula-Konferenz ausgerichtet. Also wenn Sie Interesse an Bacula haben und den Open-Source-Themen, dann würde es mich freuen, wenn Sie da hinkommen könnten. Ja, das wäre es soweit. Genau, 10 Minuten Fragen. 10 Minuten Fragen. Ja, bitte. Was ist denn mit der Wiederherstellung, beziehungsweise gerade von was mit Dateien, wo die Position auf der Platte eine Rolle spielt, also bei Windows Pagefile, Sys oder ich sag mal Bootmanager, also Pagefile, Pagefile Sys sichern macht man schon mal grundsätzlich nicht, würde ich denken. Oder? Also das ist ja irgendwie das Erste, was ich ausklammern würde. Aber da haben wir ein Problem bei der Herstellung. Wenn die nicht an dem gleichen Platz wieder liegt. Ja, aber wenn das Pagefile weg ist, dann legt das Windows doch selber wieder an. Nee. Meines Wissens doch schon. Beim Grundkampf ist ja genau das Gleiche. Ich sag mal, man müsste sich ja sicherstellen, dass er
wieder an den Stellen herstellen? Da, also wenn Sie wirklich, das geht ja schon in Richtung Disaster Recovery, da müssten Sie dann natürlich einen Grub Install oder sowas ausführen. Aber ich sag mal, es gibt ja auch nur ganz, ganz wenige Dateien, bei denen das überhaupt interessant ist. Ich weiß, unter Windows kenne ich mir jetzt nicht so aus, ob die da irgendwie sich eher dafür interessieren. Aber das ist, sage ich jetzt mal, also schon mal von Base-Jobs sowieso völlig unabhängig, jetzt die Frage, sondern das ist ja einfach nur die Frage vom ganz normalen Backup und Restore. Ne? Und ich sag mal, die normalen Daten, die ich sichere, das sind ja die Nutzdaten oder die Daten, die ich normalerweise einzeln wiederherstellen möchte. Wenn ich wirklich identische Systeme habe, ist eigentlich die Empfehlung, die ich Ihnen auch geben würde, haben Sie irgendeine automatische Installationsroutine, die Ihnen das Betriebssystem automatisch da drauf schiebt. Und das war's dann. Wenn Sie Disaster Recovery machen können, dann müssen Sie halt irgendwas anderes machen. Also, wo Sie wirklich sowas haben, wie muss aber genau irgendwie an der Position sein. Also, da müssen Sie dann mit dem Grub Install machen. Ja, gut, okay. Wie ich mache, ist mir klar. Ich wollte halt nur nicht, ob das mit implementiert ist in Bacula. Nee, also so geht auch nicht so einfach generisch für alle Anwendungsfälle, sage ich jetzt mal. Ja. Also, es wird also immer noch Dateien sind. Sie können auch ein RAW-Device sichern. Das kann Bakula auch. Aber ob das so intelligent ist, weil dann haben Sie halt wirklich, dann lesen Sie auch alle leeren Blöcke mit und so. Also. Sie können halt Skripte mit einbinden, also Plugins mit einbinden, die dann halt gewisse Sachen machen können, wie zum Beispiel Master-Bootrecker sichern oder ähnliche Sachen. Da haben Sie Optionen, aber jedes hat die Dependency, File-Sicherung, was auch das Hauptding ist. Genau. Also dazu müsste man. Es gibt die Schnittstellen, wo ich dann vor einer Sicherung, nach einer Sicherung alle möglichen Sachen ausführen kann. Aber da muss ich dann das System, was ich habe, wirklich so gut kennen, dass ich dann auch weiß, was ich dann da ausführen muss. Und jetzt Restore, da wurde jetzt während meiner Anwesenheit nicht drauf eingegangen. Gibt es da auch Tools, sage ich mal, die mir das Leben da erleichtern? Oder macht es dann ganz normal von Hand, ich sag mal, von den gesicherten Storages der Abonnungsunterstützung von Bacula? Natürlich, also Sie müssen über die Bakula-Konsole die Rücksicherung machen. Sie sagen da Restore, dann fragt er Sie, von welcher Maschine wollen Sie es wiederherstellen, vor welcher Uhrzeit oder die neueste Sicherung. Dann wählen Sie die Dateien aus, da haben Sie so ein virtuelles Dateisystem, da können Sie dann wirklich mit CD rein und rauslaufen, markieren die Daten, die Sie haben möchten und dann sagen Sie, jetzt mach mal bitte und dann schiebt er das zurück. Also Sie haben schon ganz normal, also Sie können nur im Sie greifen nur im Notfall direkt auf die Medien zu. Der Normalfall ist, Bakula macht das für Sie, weil Bakula natürlich in der Katalogdatenbank die Informationen zu allen Sicherungen hat, wann die gelaufen sind, welche Dateien da drin sind, auf welchem Medium die sind. Und wenn Sie das von Hand machen müssten, das wäre ja völlig impraktikabel. Nee, also ja, so ist es nicht. Ja, nee, das ist alles da. Die Bakula bietet ja sonst auch für normale Backups die Möglichkeit, die Backup hochzuschieben. Wenn es nach zum Beispiel so ein virtuelles Backup noch in meinem Co-Backup geht, dann schlüpft das automatisch hoch. Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Aber da muss man natürlich dann schon auch selber drauf achten. Ich könnte Ihnen jetzt viel antworten, ich weiß es nicht. Letzten Endes, die Logik ist ja, alles, was im Base-Job nicht drin ist, oder anders ist als im Base-Job, sichere ich. Und wenn im Base-Job gar nichts drin ist, dann ist alles anders, also sichere ich alles. Das wäre jetzt der pragmatische Ansatz. Ja? Es wurde jetzt oft schon gesagt, dass Bakula eine Datenbank verwendet. Was für eine Datenbank? Eine eigene von Bakula selbst? Oder gibt es da irgendwie MySQL oder was hängt da? Ja, MySQL, PostgreSQL oder SQLite kann man verwenden. Das hatte ich aber vorhin auch erwähnt, aber sind Sie später gekommen. Ja. Ja, bitte? Das wird ja nur ausgeworfen, wie viel Megabyte er erspart hat, aber nicht, wann irgendwann der Zeitpunkt erreicht ist, wo ich selber neue Backup anlegen sollte, oder? Das muss ich natürlich selber, das muss ich mir selber überlegen. Da muss ich halt selber schauen. Also er sagt ja auch die Prozente. Und die Software-Komplex stand bei 100%. Ist das die Zahl? Nee, das ist noch was anderes. Das ist, dass Backula selbstständig Dateien sozusagen vorm Sichern auf dem Client auch komprimiert. Das ist was anderes. Also das ist einfach nur Space Saved.
Genau, ich muss einfach schauen. Also wie gesagt, hier, das hier ist halt 100%, ist halt völlig utopisch natürlich. Das ist jetzt hier nur in dem Beispiel so. Selber muss man halt schauen. Wenn man es relativ gut gemacht hat, wird es wahrscheinlich bei 60-70% liegen. Und je nachdem, wie viel ich weiter von meinem Base-Job mich entferne, desto größer wird es. Aber der Aufwand ist ja auch minimal für mich, das wieder anzugleichen, weil ich muss nur ein einziges Mal nochmal einen Job fahren, der Base-Job ist. Und dann habe ich den aktuellen Stand als Referenz wieder für alle. Das heißt, das könnte ich theoretisch auch planen. Ich könnte auch sagen, mach mal jedes halbe Jahr einen Base-Job nochmal. Und dann würden automatisch die danach folgenden auf dem Base-Job aufsetzenden Jobs auch den neuesten Base-Job nehmen. Ja, es ist halt, Retention ist ein Thema, das in dem Buch einen relativ großen Umfang hat, das können wir jetzt nicht, klar, also letztlich, irgendwann werden sie die Sachen natürlich wegwerfen, logisch, genau. Und Sie waren kurz an Zeitersparnis, wäre voll vorhanden, aber das ist hier mal so ein Fall, weil ich habe relativ viele alte Systeme. Das muss man ausprobieren. Das kommt halt sehr darauf an, wie schnell sind Ihre Platten, wie schnell ist Ihr Netzwerk, wie schnell sind Ihre CPUs. Haben Sie Soft Compression an? Machen Sie es aus. Ja, aber genau das ist die Frage. Ne? Das ist die Frage. Ich kann halt immer nur, die Ressourcen werden halt gebraucht. CPU, I.O., Netzwerk und Platte. So, und das kann ich halt mit Compression irgendwie gegeneinander tauschen. Oder auch hier, wenn ich jetzt hier super schnelle, schnelle Platten habe, aber irgendwie eine schwache CPU, dann mache ich die Compression aus. Und wenn es halt andersrum ist, dann... genau, also wenn das Ding keine Wurst vom Teller zieht, dann kann ich da einfach nichts machen. Also wenn die Leistung auf keiner Stelle da ist, kann ich nichts machen. Ja, bitte? Also wie gesagt, Sie können jeden Job, den es gibt, können Sie auch schedulen. Das ist dann wirklich die Frage, wo Sie selber sich überlegen müssen, wie machen Sie es. Also haben Sie bei sich so, dass Sie, keine Ahnung, einmal im Monat alle Maschinen patchen oder so. Dann wäre es wahrscheinlich schlau, dann danach direkt einen Base-Job nochmal zu ziehen. Das müssen Sie aber selber überlegen. Das kommt individuell drauf an, wie viel sich Ihre Maschinen ändern. Sie bekommen halt als Kennzahlen, bekommen Sie die angegebenen Informationen, nämlich wie viel hat er eingespart. Und das wird naturgemäß im Laufe der Zeit immer weniger. Und irgendwann müssen Sie sich halt überlegen, mache ich jetzt eine neue Referenz oder nicht? Also man kann es halt sicherlich so machen, aber das ist einfach die Frage, wie Ihre Maschinen aufgebaut sind oder wie die genutzt werden. Ja? Es kommt darauf an, wie Sie es machen. Wie gesagt, Sie können ja auch mehrere Base-Jobs machen. Also entweder... Nee, also Sie können halt mehrere identische Base-Jobs nacheinander machen oder Sie können auch zwei Base-Jobs verwenden. Also die Flexibilität ist da. Wie Sie es einsetzen, ist sozusagen die Frage, die Sie machen. Aber sobald er nimmt automatisch immer den neuesten Base-Job, auf den die anderen sich beziehen. Ja. Ja, wieso keine mehr? Sie werden ja nicht alle, also es werden ja nicht alle Dateien getauscht. Können Sie bestimmt auch irgendwie in Bacula reinpatchen, dass er das macht, wenn Sie doch eine Sicherung einmal machen wollen. Aber Sie haben ja den Verschnitt, sage ich mal, oder den Nachteil, haben Sie ein einziges Mal. Denn sobald das andere System auch auf die gleiche Stufe kommt, wird es ja auch weggelassen. Also ich glaube, das ist eher so eine akademische Frage, als dass es in der Praxis wirklich ein Problem darstellt. Weil es ist ja nur einmal, dass sozusagen dann der Versatz da ist. Und sobald die anderen Maschinen auch alle auf dem aktuellen... Dann können Sie auch zwei, drei verschiedene Base-Jobs definieren, auf die sich die Maschinen dann referenzieren. Also die Möglichkeiten haben Sie, das ist einfach so. Ne? Also letztlich ist einfach die Frage, wie Sie die Möglichkeiten nutzen. Also es ist halt sehr, sehr flexibel. Man muss es aber, die Beurteilung, was man halt macht, ist einem eben selber überlassen, wie immer. Noch Fragen zu irgendeinem Thema? Irgendwas? Okay, gut.
Vielen Dank.